Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video, heute mit dem Titel Die ersten Schritte deiner Steuerberater-Prüfungsvorbereitung. Wir befinden uns gut 15 Monate vor der Prüfung im kommenden Jahr und das ist so der Zeitpunkt, wo sehr, sehr viele Prüflinge mit ihrem Prüfungsunterfangen starten, respektive sich in dieser intensiven Planungsphase befinden, wie sie das Ganze konkret angehen sollten. Und deshalb lohnt es sich aus meiner Sicht, dass wir da nochmal konkret über die ersten Schritte uns unterhalten, was die Planung, aber natürlich auch die Umsetzung der ersten Monate anbelangt. Was sollte man da beachten? Etc. Und deshalb will ich dir mal so einen Einblick geben, wenn du eben mit genau dieser Fragestellung jetzt zu uns als Kunde bei der ESH Examenscoaching kommen würdest, wie wir da sozusagen vorgehen würden, damit du auch ableiten kannst, was sind die großen übergeordneten Fragen, die man sich stellen sollte und was gilt es da grob zu beachten. Und da beginnen wir jetzt auch direkt mit dem ersten Punkt, den ich schon mal vorbereitet habe. Das heißt, das Erste, was wir machen würden, ist erstmal so eine Analysephase. Und da muss man sich natürlich erstmal ein paar Fragen stellen und natürlich auch Antworten finden auf folgende Punkte. Der erste, den ich hier aufgeführt habe, ist, was bringe ich überhaupt mit? Welche Vorbildung habe ich? Welche Klausurerfahrung bringe ich mit? Wie ist mein Status quo, Berufserfahrung? In welchen Bereichen habe ich gearbeitet? Wo bringe ich praktische Kenntnisse mit? Etc. Was ist sozusagen die Ist-Situation im Allgemeinen anhand meines bisherigen Werdegangs? Dann die zweite Frage, die so ein bisschen darauf aufbaut oder anknüpft, was brauche ich konkret? Je nachdem, wo du sozusagen startest, bist du beispielsweise Diplom-Finanzwirt, hast du natürlich schon extrem viele ähnliche Klausurerfahrungen sammeln können, wie jetzt beispielsweise in der Steuerberaterprüfung erforderlich sind. Du hast ein hohes theoretisches Wissen sicherlich, das muss man auch immer im Einzelfall dann natürlich betrachten. Dann bräuchtest du sicherlich nur punktuelle Dinge im Rahmen deiner Prüfungsvorbereitung, je nachdem wie lange das Ganze natürlich auch her ist. Aber wenn du jetzt beispielsweise einen Bachelor-Master vielleicht mit Schwerpunkt Steuerrecht absolviert hast in der Vergangenheit, also ich sag mal, vielleicht erst rudimentäre Kenntnisse hast im theoretischen Bereich, aber auch was diese Klausurerfahrungen angeht, dann bräuchtest du sicherlich ganz, ganz andere Dinge. Genauso als wenn du jetzt ein Steuerfachwirt wirst, Bilanzbuchhalter oder ein Steuerfachangestellter, Jurist, etc., alle möglichen Berufsgruppen, die es dort gibt. Und jeder braucht sozusagen im Rahmen seiner Vorbereitung sicherlich andere Dinge, wo man eben konkret darauf eingehen kann, diese sich auch zu erarbeiten, wenn man das bei der Planung berücksichtigt und nicht sozusagen einfach hier macht das und das macht alle erfolgreich. Jeder braucht individuell sozusagen sein eigenes Programm im Idealfall, weil manche Sachen braucht man nicht doppelt, die man schon kann und manche Sachen braucht man insbesondere, wo man eben noch keine Kenntnisse hat. Gerade wenn man in so einem frühen Stadium ist, kann man eben durch geschickte und effektive Planung viele Bereiche oder Probleme, die im weiteren Verlauf entstehen würden, durch gezielte Strategien eben denen vorbeugen. Und deswegen lohnt es sich auch da wirklich im Vorwege, sich die richtigen Fragen auch zu stellen. Der dritte Punkt, den ich hier aufgeführt habe, ist, welche Begleitumstände gibt es? Man muss natürlich diese Ist-Situation vollumfänglich betrachten. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Job hast in der Steuerberatung, der zeitlich gesehen extrem einspannt, du vielleicht bei einer Big Four arbeitest, durchschnittlich 50, 60 Wochenstunden leistest, je nachdem, ob Busy Season, ja, nein, und du sozusagen durch den Job extrem eingespannt bist oder durch andere Umstände, familiär bedingt, etc., alles, was sozusagen möglich ist, dann musst du sozusagen bei deiner Planung natürlich diese Umstände berücksichtigen. Wenn ich so einen Job habe, wenn ich so viel arbeiten möchte, muss, / je nachdem, wie da sozusagen die Intention hinter ist, wie kann ich es trotzdem hinbekommen, dass ich nicht bis zur Freistellung quasi gar nichts mache und dann auf gut Glück in den letzten Monaten irgendwie da noch was rausholen möchte, sondern es gibt durch geschickte Planung, durch verschiedene Strategien da eben auch Möglichkeiten, eben genau diese Umstände mit einzupreisen. Das ist natürlich nicht einfach, aber da muss man eben insbesondere geschickt und effektiv vorgehen im Rahmen seiner Planung. Das heißt, wenn du deine Situation konkret analysiert hast, respektive wir bei unseren Kunden, dann hat man sozusagen erstmal einen Überblick darüber, was derjenige braucht, also was du in dem Moment brauchst, was ist sozusagen die Situation, was ist auch überhaupt möglich von den zeitlichen Umfängen her, alles, was sozusagen relevant ist. Dann ist natürlich für die meisten die spannende, nachgelagerte Frage, welche oder für welche Kurse entscheide ich mich? Welche Kurse gibt es überhaupt? Und welcher Kurs passt vielleicht auch konkret zu meiner Situation? Die meisten machen aus meiner Sicht den Fehler, dass sie
irgendjemand fragen, vielleicht der im Jahrgang über einen, der letztes Jahr in der Prüfung war, welchen Kurs hat der belegt? War das halbwegs in Ordnung? Ja, nein, vielleicht. Dann mache ich das genauso. Der hat vielleicht bestanden, der hat nicht bestanden. Und von dem habe ich gehört, der hat mit diesem Kurs bestanden. Dann mache ich genau das Gleiche. Man hat so viele Ideen und leitet aus irgendwelchen Umständen irgendwas ab, aber die ganzen Situationen, nur weil der eine mit dem Kurs bestanden hat, ist eben nicht übertragbar auf deine individuelle Situation. Und genauso, nur weil der andere mit dem Kurs durchgefallen ist, heißt es nicht, dass der alles richtig gemacht hat und du mit diesem Kurs explizit keine Chance hast. Das ist so trügerische Sicherheit, die man sich da reinholen möchte in die Planung, wo ich aber strikt von abrate an der Stelle, weil man sich viel, viel bessere und qualitativere Punkte in den Überlegungen mit einbeziehen kann und nach denen man das Ganze dann auswählen kann. Einmal wichtiger Punkt, der zeitliche Umfang des Kurses. Wenn ich hier eben gesagt habe, du hast einen Job, wo du extrem eingespannt bist, dann wirst du nicht die Möglichkeit haben, jede Woche abends sozusagen vielleicht zwei, dreimal die Woche und am Samstag den Kurs begleitend zu besuchen. Das heißt, du musst dir einen Kurs suchen, der deinen zeitlichen Gegebenheiten entsprechen kann oder den du auch sozusagen durchziehen kannst. Weil wenn du im Vorwege schon eine Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Umsetzung und den Möglichkeiten besteht, dann macht das ganze Unterfangen in dem Punkt natürlich schon keinen Sinn, weil sich hier dann Folgeprobleme ergeben, die total vermeidbar gewesen wären, wenn man das geschickter angeht. Dann der Ablauf im Allgemeinen, also wie lange geht der Kurs, wie ist das in diese gesamtlangfristige Planung, wo wir unten nochmal zu kommen werden gleich, integrierbar. Welche Themen werden dort behandelt, auch so ein Stück weit mit der Vorbildung, wie intensiv muss ich über diese Themen sprechen, das sind alles Punkte unter diesem Aspekt. Dann natürlich die Kosten, es gibt günstigere Angebote, teurere Angebote, wie hoch ist mein Budget überhaupt, was kann ich mir leisten und was sollte ich mir vielleicht auch leisten, damit ich sozusagen eine qualitative Vorbereitung gewährleisten kann. Dann natürlich auch die Didaktik des Kurses, was von vielen unterschätzt wird, was ein großes Problem ist aus meiner Sicht bei ganz vielen Anbietern, und zwar ist der konkrete Aufbau des jeweiligen Kurses. Das heißt, wenn du einen Anbieter hast, der beispielsweise nicht Step für Step vorgeht, wie die Themen logischerweise in einer gewissen Didaktik zu unterrichten wären, im Idealfall besser gesagt, und du von der Vorbildung her die Themen noch nicht gehört hast, dann macht es keinen Sinn, wenn du sozusagen mit dem Thema Betriebsaufspaltung oder vorweggenommene Erbfolge beispielsweise am ersten Kurswochenende starten würdest, weil du überhaupt noch gar nicht die relevanten, darauf aufbauenden Grundlagen die aneignen konntest, und dann sitzt du zwar dort im Kurs, ist zwar nice to have, aber du kannst gar nicht so richtig die Zusammenhänge verstehen, weil das eben nicht aufeinander aufbaut. Und gerade in diesem Punkt der Didaktik haben sehr viele Kurse sehr großen Nachholbedarf, muss man leider sagen. Und das ist eben ein Problem, je nachdem, was du hier in der Analysephase oder was dabei rausgekommen ist, was du jeweils für ein Typ bist und welche Vorkenntnisse du eben mitbringst. Und daran anknüpfen natürlich auch die Qualität. Es gibt Kursanbieter, die eine sehr, sehr hohe Qualität liefern, und es gibt Kursanbieter leider, die weniger qualitativ ihre Arbeit vollrichten, so wie das immer im Leben ist. Es gibt da einfach Unterschiede, und das sollte man natürlich auch einpreisen, wenn man natürlich das Ganze vollumfänglich beurteilen möchte. Natürlich ist das auch immer so ein Faktor, der nicht unbedingt immer 1:1 korreliert, aber gewisse Aspekte sind dort natürlich auch zu beachten. Wenn man da einen Überblick gewonnen hat, ist natürlich schwierig für jemanden, der bisher mit der Prüfung noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat, logischerweise gerade im Erstversuch, und da überhaupt so einen Überblick zu bekommen, was gewährleistet der einzelne Anbieter, weil man die Erfahrung eben noch nicht gesammelt hat. Und da ist ein Ansprechpartner, der das beurteilen kann, natürlich immer sehr, sehr sinnvoll und hilfreich. Die zentrale abgeleitete Frage hinter dieser Thematik der Kursauswahl ist die folgende: Wie und in welcher Form muss ich den Kurs begleiten? Das heißt, wenn du dich für den Kurs entschieden hast, es geht so ein bisschen in die Begleitumstände mit rein. Ja, ich muss an dem Kurs teilnehmen, aber wie bereite ich den Kurs auf? Wie komme ich mit? Wie viel muss ich eigentlich tun, damit der Kurs effektiv für mich arbeiten kann? Das heißt, nur bei der Auswahl ist es ja nicht getan. Du kannst dir theoretisch alle Kurse buchen und dann wärst du sozusagen nicht durch das Buchen erfolgreich, sondern nur, was du aus den Kursen mitnimmst. Und deswegen ist das die eigentlich zentrale, daraus abgeleitete Frage, die du mitnehmen solltest. Das heißt, selbst wenn du jetzt schon deinen Kurs gebucht haben solltest, dann ist das die daran anknüpfende zentrale Frage. Das ist jetzt das Rohmaterial, womit du arbeiten musst. Wie kannst du dieses Material aber formen, dass du effektiv daraus Fortschritte mitnehmen kannst, und wie
viel ist eigentlich genug. Also viele haben natürlich ein Problem, das einschätzen zu können. Wie viel muss ich tun, um den Kurs sauber aufzubereiten? Muss ich den überhaupt laufen und sauber aufbereiten? All das sind Fragen, die dann anknüpfen, nachdem man sich für einen Kurs entschieden hat, eigentlich viel, viel zentraler sind als die Kursauswahl dann selber, weil das werde ich letztendlich erfolgreich machen in deiner Prüfungsvorbereitung. Und umso später du die richtigen Fragen stellst, desto mehr Folgeprobleme hast du natürlich schon produziert. Das heißt, es ist ganz wichtig, von Anfang an ein gewisses Konzept zu haben, sei es lernstrategisch, sei es von der generellen zeitlichen Planung her und natürlich auch dem inhaltlichen Vorgehen an der Stelle. Das zum Punkt der Kursauswahl. Dann der zweite Punkt, den ich hier aufgeführt habe, und zwar die grobe langfristige Planung. Was meine ich damit konkret? Wenn du jetzt sozusagen im Juli des Vorjahres bist und im kommenden Jahr schreiben möchtest, dann sind das natürlich alles Aspekte, die man dann so grob schon mal einplanen sollte. Also du musst dich nicht für einen konkreten Anbieter entscheiden, wann möchte ich wie mit dem Klausurenschreiben beginnen. Vorsicht, wenn du sozusagen selber keine Erfahrung hast, ist natürlich leichter gesagt als getan, dass du das jetzt konkret einschätzen kannst, aber dass man mal so eine langfristige Planung macht, das ist wie gesagt Aspekte, die wir mit unseren Kunden besprechen, wann man welche Klausurarten da legen sollte in die langfristige Planung. Und dann das Thema Freistellung, dass man vielleicht auch frühzeitig kommuniziert mit dem Chef, was ist möglich, was möchte ich, was kann ich mir leisten, was sollte ich mir leisten, je nachdem, was hier oben auch wieder rauskommt. Thema Freistellung ist immer sehr, sehr individuell. Und dann natürlich auch das Thema der Arbeitszeit, das heißt, diese Strategie, ich mache permanent 60 Stunden und dann habe ich 3 Monate Freistellung und dann mache ich das schon alles. Ohne richtiges Konzept ist aus meiner Sicht nicht das beste Konzept, muss man ganz klar sagen. Da gibt es effektivere Möglichkeiten, aber auch generell, je nachdem, was da wieder rauskommt, muss man klar sagen, dem einen oder anderen ist es vielleicht zu empfehlen, vielleicht am Januar oder vielleicht schon einen Tick früher einen Tag auf Teilzeit zu gehen, dass man einen zusätzlichen Lerntag hat, um sozusagen da auch gewisse Schwerpunkte in der Vorbereitung legen zu können. Das sind eben Teilaspekte, die man natürlich jetzt nicht pauschal beantworten kann, aber ganz, ganz elementar wichtig sind. Und die zentrale Frage, die eben aus diesem Punkt herrühren sollte, ist die folgende. Was ist notwendig, aber was ist auch realisierbar? Das heißt, notwendig mag vieles sein, je nachdem, was du für einen Stand mitbringst, aber was ist auch konkret realisierbar? Man kann ja nicht sagen, okay, wenn ich eine Familie zu versorgen habe, ich arbeite jetzt nur noch die Hälfte, kann ich mir das finanziell leisten? Das sind so viele Aspekte oder die Einbindung, je nachdem, wenn du in einer kleineren Kanzlei arbeitest, bist du vielleicht auch extrem eingespannt in den Kanzleialltag. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich bin 4 Monate weg. Das muss langfristig geplant sein. Das sind viele Aspekte, die man eben vorzeitig besprechen sollte und was eben hier auch tatsächlich möglich sind. Da gibt es verschiedene Modelle. Es muss nicht immer eine konkrete Vollend-Freistellung sein, wo du gar keinen Kontakt hast zur Arbeit, sondern es gibt da verschiedene Modelle. Wenn man langfristig das Ganze angeht, hat man eben auch die Möglichkeit, das für alle Beteiligten bestmögliche Konzept zu erarbeiten, was dich dann letztendlich auch erfolgreich macht. Das sind Teilaspekte dieser Phase, wenn du eben, wie gesagt, zu uns kommst, die wir mit dir besprechen würden, um überhaupt die ersten Schritte deiner Prüfungsvorbereitung abzuleiten. Ich hoffe, dass du jetzt für dich dort auch entscheidende Punkte mitnehmen konntest, dir anhand dessen die richtigen Fragen zu stellen. Falls du dabei Hilfe benötigst und das auch mit uns gemeinsam in deine Planung integrieren möchtest, dann kannst du dich natürlich auch sehr, sehr gerne bei uns melden. Dann würden wir das Ganze für dich aufsetzen und mit dir durchgehen und deine Planung dahingehend mit dir abstimmen und übernehmen. Und ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Marlo.